Herzlich willkommen zu einer neuen Feldexkursion. In diesem Jahr unterscheiden sich die einzelnen Rapsbestände doch sehr enorm. Einige haben bereits schon im September das Sechsblattstadium erzielt und die anderen entfalten gerade jetzt erst ihr sechstes Blatt. Die großen, weitentwickelten Bestände wurden natürlich schon bereits das erste Mal eingekürzt, weil sonst die Gefahr besteht, dass der Vegetationskegel zu groß wird. Ideal ist natürlich immer das 4- bis 6-Blattstadium, weil man doch dann immer wieder beobachtet, wenn sich die Blätter benachbarter Pflanzen berühren, entsteht dieser größere Konkurrenzdrang und auch ein gewisses Vergeilen, so dass die Gefahr besteht, dass der Vegetationskegel vor Winter einfach zu lang wird. Auch wenn das Wachstum bedingt durch niedrige Tagesdurchschnittstemperaturen im Oktober geringer ist, stellt sich die Frage in diesen großen, üppigen Beständen, ob eine Nachkürzung, ein zweiter Einsatz von einem Wachstumsregler, notwendig ist. Das hängt wirklich von der Sorte ab, von der Bestandesdichte und natürlich auch vom potenziellen Vegetationsende. Für die kleinen, spät aufgelaufenen Bestände, die jetzt gerade so das sechste oder vielleicht auch schon das achte Blatt entfalten, ist es nicht wichtig, hohe Mengen an Wachstumsregler zu erhalten, sondern dass das Wachstum dieser Bestände gefördert wird. Jedes Blatt zählt, denn pro Blatt entsteht nachher auch eine Seitenknospe, also potenzielle Ertragsanlage. Und wie kann man das jetzt fördern? Also weniger Wachstumsregler ist dann mehr, aber auf der anderen Seite, gerade bei so einem nassfeuchten Wetter, müssen Sie an den fungiziden Schutz denken. Also die Bestände, ob jetzt klein oder groß, sollten besonders auch im Oktober, November gegen Phoma, Zylundosporium oder andere Krankheiten geschützt werden. Also somit ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, steht der wachstumsregulatorische Effekt oder halt der fungizide Schutz im Vordergrund. Wenn es Ihnen hauptsächlich um den Krankheitsschutz, also beispielsweise Phoma-Schutz geht, dann können Sie mit den Wirkstoffen Tebuconazol, Difenconazol, Prochlorats, Protioconazol und so weiter arbeiten. Beim Protioconazol fällt mir gleich ein, schauen Sie bitte, dass Sie es nicht zu häufig in Ihren Kulturen einsetzen, weil ansonsten die Resistenzgefahr besteht. Und es ist noch eines der besten Azole gegen Septoria tritici im Getreide. Wenn es Ihnen mehr auf den wachstumsregulatorischen Effekt ankommt, dann können Sie beispielsweise mit den Wirkstoffen Metconazol oder Mepiquatchlorid arbeiten. Haben Sie Fragen zu Ihren Produkten oder auch zu Wirkstoffen und Aufwandmengen, passend zu Ihrer Sorte und zu Ihrer Bestandesdichte, dann können Sie sich gerne an uns wenden. In diesem Jahr ist auch auffallend, dass wir einen relativ geringen Befall mit Larven der Kohlfliege haben. Dafür müssen Sie sich einfach mal die Wurzel anschauen, ob die angefressen sind, ob Sie kleine weiße Larven der Kohlfliege finden und so weiter. Was aber zu sehen ist, dass in diesem Jahr in einigen Regionen massiver Zuflug von Erdflöhen vorhanden war. Und da müssen wir jetzt mal schauen, ob die Bekämpfung dann rechtzeitig kam oder ob die Larven, die demnächst schlüpfen, dann auch sich über die Seitentriebe hin zur Pflanze bewegen und Schaden anrichten können. Ja, haben Sie dazu Fragen oder zu anderen Themen, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch. Tschüss!